Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren GBB-Spieltag. Spieltag 5 müsste es jetzt sein, gegen den guten Team und seinem Team Gurren's Fairy Tale, dem wir das Logo-Maskottchen geklaut haben. Wir gehen kurz über unser Team, wie wir drüber wir haben. Wer hätte es vermutet? Durant mal wieder dabei mit Hustle. Ich glaube sogar anfangs hatte ich gehofft, dass ich gegen Timo nicht Hustle spielen muss. Im Endeffekt habe ich aber gesehen, Hustle mit Evade ist viel zu gut. Wir haben gute Chancen, vieles sogar zu One-Shotten. Ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich eine Roll, die oft so eine 50-50 ist. Zum Beispiel so Pelipper und so Zeug. Deshalb hier auch der Donnerzahn. Aber ansonsten ergeben sich, glaube ich, die Moves relativ von selbst. Durant muss halt eigentlich fast jeden Spieltag mitkommen, sind wir ehrlich, weil das ist halt das, man das im Normalfall alles outspeedet. Und ich meine, hatten der Manitan Galar, das muss outspeedet werden. Das ist auch so mit das gefährlichste Mon in seinem Team. Ansonsten können wir nämlich tatsächlich ziemlich viel, ziemlich gut handeln. Also ich würde fast sagen, wir haben das bessere Matchup, wo ich immer ein bisschen sehr vorsichtig dann werde, denn dann habe ich immer Angst, dass irgendeine Strategie auf einmal vom Gegner kommt, mit der ich gar nicht rechne. Und dass ich dann richtig aufs Maul bekomme. Dann haben wir hier, glaube ich, auch mit zum ersten Mal nicht Restalk Grimmsnarl dabei. Wo ich mir auch gerade denke, das habe ich gerade beim Gassigen festgestellt, ich glaube, ich möchte tatsächlich auf Power Whip sogar verzichten und lieber eine Runde Taunt mit dabei haben, einfach damit Rhyperior nicht so leicht Rocks rauslegt. Rhyperior ist zwar auch so ein Mon, das ziemlich nervig sein kann, aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass das vielleicht so Weakness Policy Rock Polish sein kann. Und dann könnte ich mir mit Grimmsnarl lieber oder fast ins eigene Bein schießen. Deshalb möchte ich das jetzt nicht riskieren. Ich denke, Taunt ist da der bessere Move drauf. Ansonsten halt Spirit Break, weil wir damit overall alles relativ gut treffen. So ein Roselia zum Beispiel auch mich nicht so sehr nervt. Mit dem Investment können wir auch einen Icicle Crash von einem Demanitan Galar leben. Nach Rocks meine ich auch noch. Was sehr nice ist. Und wir haben halt eine Prio-Donnerwelle, die immer gut ist gegen sowas zum Beispiel. Dann haben wir unser Gastrodon dabei, welches halt primär spezielle Mons von ihm checken kann. Im Pelipper kommt das halt sehr gut rein. Klar, wir haben immer so ein bisschen das kleine Problem, dass wir halt getoxic werden können, weshalb ich inzwischen finde, dass tatsächlich Gastrodon gar kein A-Pick mehr ist. Weil du einfach, du hast unglaublich große Probleme, sobald Gastrodon getoxikt ist, wie ich gemerkt habe. Und dann ist das einfach super nervig. Wir haben ein bisschen Speed drin, damit wir, sollte das Rhyperior nicht wirklich speedy oder gespeedcreep werden, den outspeeden und den einfach in Scald um die Ohren hämmern. Denn das klingt eigentlich ganz nice. Toxin ist overall eigentlich auch immer so ein Move, den man fast dann immer klicken kann. Ansonsten, wie gesagt, checken wir eigentlich speziell, was kommen könnte, wie Rebombi, vor dem ich ein bisschen Angst habe, dass das ein bisschen nervig wird. Ganz gut. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was das andere spezielle Mon war. Hätte man jetzt natürlich sein Zeug vorbildlich, wie eigentlich man das machen sollte, offen, dann wäre das jetzt auch kein Problem, das nachzuschauen. Deshalb muss ich das jetzt kurz öffnen. Nicht, dass mir doch irgendwas auffällt, was ich nicht machen möchte oder anders machen möchte. Und Duraludon checken wir natürlich super gut. Die einzige Sache, die ist, dass Duraludon Zugriff auf Solarstrahl hat. Und ich potenziell tatsächlich ein bisschen Angst vor Solarstrahl habe. Ich bin mir nämlich gerade auch gar nicht mehr so sicher, wofür genau die Rindleberry war. Ich glaube auch, falls... Aber Poltergeist wird eigentlich meiner Meinung nach nicht kommen. Falls sowas wie Grass Pledge oder so noch auf dem Silvelli ist. Ich hatte einen Gedanken bei der Rindleberry. Jetzt im Endeffekt muss ich sagen, würde ich fast lieber hier einfach eine 50% Beere drauf tun. Ich sehe aber jetzt schon, wie ich das bereuen werde. Ich mache es aber jetzt trotzdem. Einfach weil ich auf Duraludon nicht unbedingt Solar Beamen potenziell im Regen sehe. Aber er kann halt potenziell, es ist halt der Schlimme, er kann potenziell gegen mich tatsächlich Sonnentag spielen. Weil dann Roselia potenziell mit Wetterball derbe nerviger ist. Duraludon hat dann Zugriff auf Solarstrahl, was auch tatsächlich ziemlich nervig ist. Also da sind einige Sachen, die potenziell echt kritisch sein könnten. Also ich kann mir vorstellen, dass er Sonne gegen mich spielt, wenn er das tun möchte. Dann kann er da irgendwie Sonne raushauen. Dann haben wir Kuschelwusch, unser Pharaoh, und das ist somit das
beste Mon, was wir gegen ihn haben. Denn der checkt so ziemlich alles in seinem Team. Also es gewinnt nicht wirklich irgendwas gegen ihn. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich Pharaoh so lassen möchte, weil ich das gerade sehe, weil Roselia halt eigentlich potenziell ziemlich nervig ist, wenn wir keinen Gyroball haben. Aber Protect, ich finde alles halt ziemlich gut auf den. Wir brauchen halt eigentlich jeden Move. Ich bin noch am überlegen, ob wir vielleicht statt Power Whip einfach Iron Head spielen. Ich glaube, das ist mir tatsächlich sogar lieber. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich denke, dass Iron Head hier besser ist. Ja, ich denke, dass das passt. Weil dadurch Heavy Slam können wir nicht spielen, weil Rhyperior halt auch relativ schwer ist. Und dann sollten wir eigentlich gegen alles wieder ziemlich gut dastehen. Einfach weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir sonst das Roselia-Matchup uns zu sehr verschenken, falls das doch kommt. Ja, ich denke, das ist besser. Ich denke, das ist besser, ja. Wir müssen halt aufpassen, weil potenziell sowas wie Savelli noch Zugriff auf den Feuermove hat, aber da haben wir auch zur Not immer unser Flash-Fire-Mon Scarf Chandelure ist dabei. Mit dem können wir eigentlich wirklich blind Shadow Ball drücken, weil er hat halt wirklich gar nichts, was dagegen irgendwas machen möchte. Also wirklich nichts. Wir drücken eigentlich blind Shadow Ball. Wir haben halt noch ein bisschen Coverage-Optionen, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt so dringend. Und zum Schluss wollte ich unbedingt noch einen Defogger mit dabei haben. Das ist unser Rotom. Der ist auch schneller als vieles. Da Manitin Galar outspeeden wir nicht. Ich glaube, den Rest und Savelli nicht. Den Rest outspeeden wir im Normalfall. Sowas wie Defog ist halt einfach super wichtig. Willow ist ganz nice zu haben. Dann können wir so ein bisschen mit Willow Hex arbeiten. Road Switch für Momentum ist nice, weil unbedingt willst du Rhyperior auch nicht in Rotom wechseln, weil da immer ein Willow kommen kann. Deshalb ist das, denke ich, fein. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt eigentlich zufrieden mit den Iron Head. Das ist jetzt eine ziemliche Spontansache, die ich gerade sehe. Weiß ich nicht, ob die so gut ist. Wie gesagt, Rhyperior sehe ich noch als eins der gefährlicheren Mons an. Also ich sehe halt Manitin, Galar, Duraludon wird er ziemlich sicher auch mitnehmen, damit der Rumpelstilzchen besser besiegen kann. Damit haben wir zwei Mons Rhyperior, sehe ich auch. Drittes Mon Savelli sehe ich tatsächlich auch sehr, sehr sicher. Viertes Mon. Und ab dann bin ich mir unsicher, was er alles noch mitnimmt. Pelipper könnte kommen. Poltergeist könnte kommen. Mopeko könnte kommen. Roselia könnte kommen. Kamalm könnte kommen. Pinkochin, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, könnte kommen. Einfach, weil alle nicht super geil sind, aber auch nicht super trash sind. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an der Sache. Aber ich würde sagen, wir sehen das Ganze dann ja im Kampf. Oh hey, hier bin ich nochmal. Ich habe nochmal ein bisschen was an dem Split verändert. Und zwar habe ich dadurch, dass wir jetzt Iron Head auf unserem Pharaoh spielen, stehen wir natürlich mit dem hier gegen Bombi besser da. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieser spezielle Split von Gastrodon ein bisschen auf Poltergeist und Wilbombi zugeschnitten war. Und ich mich jetzt mit dem hier ein bisschen besser fühle, mit dem Pharaoh, mit Iron Head. Weshalb ich mir denke, dass ich es eher physisch defensiv investiert habe, um auch besser in sowas wie Rhyperior reinzukommen. Ich denke, das ist relativ sinnvoll. Ja, das wollte ich jetzt nur euch kurz mitgeben. Hi. So, da sind wir im Kampf endlich angekommen. Erstmal half. Wir sehen ja so ein paar Monster dabei, die potenziell nervig sein können. Roselia ist da. Das könnte potenziell nerven. Poltergeist ist da, könnte nerven. Hoffentlich tut es das nicht. Jetzt bin ich natürlich am überlegen, mit wem leade ich. Prinzipiell hat er, um Pharaoh zu breaken, nur der Manitin. Ansonsten hat er nicht wirklich irgendwas. Könnten potenziell mit, ich glaube, wir werden einfach mit Pharaoh leaden, einfach weil das ist der beste Lead overall. Ich meine, als Hazard Removal hat halt nur in Anführungsstrichen Pelipper. Der ist jetzt nicht die wahre Granate. Also von dem her denke ich, ist das Leadmon unserer Wahl. Dann können wir potenziell schon Rocks rauswerfen. Ich merke gerade, meine Kopfhörer muss ich eigentlich gar nicht auf meinem Schädel haben. Dann drückt das auch mein Gehirn nicht zusammen und dann haben wir hier eigentlich ganz gute Karten. So, was wollte ich nachgucken? Irgendwas wollte ich jetzt gerade nachgucken. Eigentlich nicht wirklich irgendwas. Was hätte er denn, womit habe ich denn noch relativ sicher gerechnet, was er nicht dabei hat? Ich glaube, eigentlich ist das so ziemlich das, womit ich gerechnet habe. Also halt Duraludon, Galar, Flampivian haben wir gesagt. Rillbombi kommt, das ist fein.
Jetzt möchte ich natürlich wissen, was möchte Ribombi mir so Nerviges. Ich meine, er kann Sticky Webs rauslegen. Wir könnten dafür... Naja, Switcheroo potenziell. Und Switcheroo ist tatsächlich eine Attacke, vor der ich durchaus Angst habe, aber eigentlich würden nur Rocks wirklich Sinn machen, Webs wirklich Sinn machen. Mit einem Switcheroo-Set sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt. Wir könnten in Dinner for One gehen und einfach Shadow Ball drücken, weil Ribombi uns nicht viel kann, außer Stunts Ball, das wäre nervig. Ich würde jetzt auch gerne protecten, aber ich denke, wir können hier jetzt einfach mal Iron hätten mit Pharaoh. Aber eigentlich sollte hier nicht groß irgendwas passieren durch dieses Ribombi, weil das ziemlich sicher ein Sticky Web Lead sein wird. Ein Ironhead ist potenziell sogar schon okay, dann gehen wir auf Ironhead erst einmal. Er geht in Pelipper, das ist okay. Kriegen erstmal Ironhead Damage, fein. Wir sehen, er hat die Leftovers. So, wie machen wir jetzt weiter? Können uns potenziell jetzt nerven, indem er auf Hurricane geht und guten Schaden macht, aber eigentlich verlieren wir nichts, indem wir erstmal rocken, weil wir könnten halt den Rotodex gehen. Den könnten wir auch gehen. Ich glaube, der U-turnt einfach. Ne, er geht auf Hurricane tatsächlich. Das ist okay. Dann kriegen wir Rocks raus. Wir heilen uns wieder ein bisschen hoch. Gehen jetzt auch auf Protect, einfach nur, um noch einmal hier das Ganze abzubekommen. Er defogt, wie es aussieht. Und jetzt gehe ich trotzdem in Rotodex. Weil selbst wenn er drin bleibt, kriegen wir dann Quote-Switch, die Switch-Advantage. So. Und in der nächsten Runde ist nämlich dann auch der Regen zu Ende. Weil er wird kein Damp Rock haben. Und somit ist das eigentlich ganz gut für uns gerade. Und dann können wir nämlich in Chandelure gehen, Flammenwurf drücken, wenn wir wollen, Shadow Ball drücken, wenn wir wollen, dann es wird 100% Roselia kommen. Es kriegt 7%. Wir gehen in Chandelure auf jeden Fall. Zack, der kommt rein, Regen ist zu Ende. So. Jetzt hätten wir potenziell die Möglichkeit, den zu tricken, sodass der eigentlich nur noch auf eine Attacke gelockt ist. Flammenwurf weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht. Andererseits, aber eigentlich in Pelipper will er auch nicht gehen. Chandelure, Dinner for One gegen Roselia. Wie viel machen wir mit einem Flammenwurf? 65 bis 77. Ist halt so die Sache. Gehen wir auf den Flammenwurf oder auf den Spukball? Spukball würde halt nur 29 bis 34 machen. Wie viel würde ein Pelipper abbekommen? So ein defensives Pelipper würde von einem Flammenwurf 13 bis 16 machen. Ich gehe mal noch sicher auf Flammenwurf und das war eine gute Entscheidung, während er auf die Egesamen geht. Okay. Das heißt, er wird jetzt eigentlich ziemlich sicher in Pelipper gehen oder Protect klicken. Das sind jetzt eigentlich so seine zwei Optionen. Ich weiß nicht, ob er Pelipper zu obvious findet, aber wenn der hier aufgeht, sind wir wieder in einer super coolen Position. Ein Flammenwurf kann er nicht wirklich gut was reinschicken. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Das ist perfekt. Das heißt, wir können jetzt hier free auf Road Switch gehen. Er kann jetzt gerne wieder Roselia reinschicken. Können wir mit Dinner for One ihn rausnehmen? Wir haben gerade gegen Roselia 67% gemacht. Das ist gegen Roselia. Könnte das einfach nur so eine Roll gewesen sein. 29% ist halt die Min-Roll. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass Shadow Ball hier reicht, einfach auf dem Shadow Ball. Er wird hier, wobei ich auch denke, dass er nicht hier auswechseln wird. Jetzt möchte ich das doch nochmal gucken. Wenn der voll ist, dann ist Shadow Ball. Es ist eigentlich eine gute Roll für uns. Er geht in Pelipper, perfekt. Der kriegt jetzt Tonnen an Damage. Oh, der Crit! Der ist gar nicht mal so gut, bin ich ehrlich, weil dadurch hat er eine Runde länger Regen. Deshalb finde ich den gar nicht mal so gut. Ich habe mich gerade mehr gefreut, als ich das sollte. Weil eigentlich hat er halt jetzt nervigen Regen noch da. Und das will ich eigentlich gar nicht. Das ist so eine Sache, die möchte ich gar nicht. Noch sieht es also eigentlich ganz gut aus. Ich weiß noch nicht, was das für ein Poltergeist ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass der vielleicht so Web Scarf in Kombi spielen möchte mit Mortipod. Pelipper ist auf jeden Fall jetzt schon mal weg. Das ist okay, weil wir dadurch dann immer... Ich meine, wir können sowieso immer Spukball jetzt drücken. Das Roselia ist so low. Er hat jetzt eigentlich gar kein Switchen. Also er muss eigentlich der Manitan. Okay, er geht tatsächlich die Roll ein und er kriegt sie nicht. Roselia ist weg. Gut. Also es war eher eine Roll in meinem Favor. Deshalb bin ich die auch eingegangen. Die habe ich ja davor schon gespielt.
Das heißt, zwei seiner defensiven Mons sind weg und das ist unglaublich gut. Das ist, also das ist wirklich echt nice. Er schickt jetzt Duraludon rein. Duraludon, ich bin mir nicht sicher, ob du einen Move hast, um mich überhaupt rauszunehmen. Wenn du Specs bist, dann auf jeden Fall mit dem Draco. Draco würde 77 bis 91 machen. Die Sache ist die, eigentlich muss ich nichts riskieren, weil eigentlich kann ich einfach in Kuschelwuschel gehen. Der ist mir aber eigentlich noch super wichtig und wir sind auf 88%. Ich möchte auch nicht, dass er auf Flare Blitz geht, aber Duraludon hat eigentlich nichts, was mein Pharaoh wirklich gut hittet. Er geht auf Rocks. Das ist okay, weil ich gehe jetzt auch auf meine Rocks. Das ist fein. So, er könnte jetzt potenziell Webs legen. Damit lebe ich jetzt einfach mal. Er geht auf die Sticky Web, wir kriegen einen Iron Head, kriegen schon wieder einen Crit. Das könnte jetzt natürlich gemattert haben. Das tut mir auch jetzt gerade ein bisschen leid, weil das ist halt Bullshit, die ganze Zeit die Crits. Ich meine, auf dem Pelipper hat es nicht wirklich gemattert. Da war es eigentlich komplett egal. Aber hier ist es ein bisschen nervig. Und die Rocks sind halt nice, weil ich Angst vor einem Sash Poltergeist habe. Und weil der Manitin halt potenziell ziemlich nervig sein kann. Er geht jetzt tatsächlich auch in Poltergeist. Was will er jetzt machen mit dem? Weil ich kann jetzt hier eigentlich auf den Iron Head gehen und verliere eigentlich nichts. Er geht auf den Shell Smash, okay. Ich meine, wir haben noch Sachen in der Hinterhand dafür. Iron Head kommt, wir machen 54%. Er kriegt Cursed Body. Oh, das ist nervig. Das ist jetzt tatsächlich ziemlich nervig. Ich bin jetzt am Überlegen, wen wir dafür wegwerfen. Oder wen... Ob das jetzt nicht ein Fehler war. Aber das sollte eigentlich noch alles okay sein. Eigentlich sollten wir noch okay sein. Wir werfen jetzt wen am besten? Aber ich würde fast sagen, wir könnten fast... Besiegt der uns überhaupt, ist meine Frage. Pharaoh Fawn. Gegen... Nee, unser Pharaoh bitte. Das ist das falsche Pharaoh. Gegen... Poltergeist. Über Shell Smash. Plus zwei Shadow Ball. Reicht nicht aus. Das heißt, wir. Aber weil wir geblockt sind, können wir halt nichts machen. Wir können halt ihn seeden. Das wäre noch eine Option. Die Frage ist, mache ich das jetzt? Oder kann ich hier einfach in Grimmsnarl gehen? Doch, der ist drin. Oh, der macht aber zu viel Damage auf Grimmsnarl. Dann könnten wir ihn versuchen zu T-Waven. Dann ist aber tatsächlich, dann sind immer noch die Webs das Problem. Ist so die Sache. Das heißt, ich glaube, ihn zu seeden ist hier gerade das Beste, was wir machen können. Weil verlieren wir dann gegen Flampivian? Ich glaube nicht, wir seeden ihn. Er geht nochmal auf Shell Smash. Oh, jetzt darf das bloß nicht missen. Okay, das misst nicht, das ist gut. Denn jetzt können wir nochmal auf Protect gehen. Damit ist Poltergeist entschärft. Damit macht das uns nichts mehr. Er geht auf den Shadow Ball. Alles gut gemacht. Perfekt. So. Und jetzt müssen wir natürlich überlegen, wenn wir rausgehen. Ich würde aber sagen, Grimmsnarl. Grimmsnarl ist immer unser Play hier. Beziehungsweise, wobei ich gerne T-Waven würde. Aber er würde mit Galademaniten so viel nicht rausnehmen. Ich glaube, es ist das Sinnvollste, Rotom hier abzuwerfen. Ja. Ich werde Rotom hier abwerfen, denke ich. Ich denke, der ist der Beste hier. Weil der droppt halt an jedem anderen Mon. So, und jetzt können wir wieder in Kuschelwuschel gehen und hier einfach Protect drücken. Verlieren wir halt nichts mit. Und damit ist das Poltergeist halt entschärft. Klar, die Webs und so bleiben jetzt hier liegen. Damit muss ich jetzt leben. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Zack. Und Leech Seeds kommen. Und damit ist der weg. Gut. Pharaoh macht einen super wichtigen Job hier gerade. Der ist einfach super wichtig. So. Wir könnten jetzt... Ich denke, wir gehen in Riverdale. Ich verliere eigentlich super wenig mit dem. Der macht mir eigentlich nicht viel. Er geht auf Biss. Warum spielt der Biss? Wahrscheinlich für Dings. Ergibt Sinn. Doch, ergibt schon Sinn. Aber kann ich jetzt nicht einfach in Grimmsnarl gehen und bin glücklich mit meinem Leben? Weil Biss wird halt kaum Schaden machen. Und... Ja, finde ich gut. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir auf den Spirit Break? Ich denke aber, wir gehen hier einfach auf eine T-Wave. Damit ist Duraludon schon mal ein bisschen mehr entschärft. Sehr schön. Der ist langsamer als das meiste. Wir gehen wieder in Kuschelwuschel. Und dann sehen wir ja sowieso, in was er sich lockt.
Duralodon geht auf Body Press, aber das macht halt nichts. Wir können jetzt Leech Seeds rauslegen. Also ich glaube, das sieht hier sehr gut für uns aus. Zack, Leech Seeds kommen. Wir kriegen wieder die Heilung. Zack, wir protecten. Klar, er kann rauswechseln, der Manitan. Wir können aber, weil es failed, nochmal auf Protect gehen. Sehen jetzt, in was er sich lockt. Er geht auf den Crash, okay. Dann nutze ich, denke ich, die Möglichkeit und werfe... Kann ich Durant in den werfen? Durant? Kann ich dich in der Manitan Galar werfen? Wenn er gescarft ist? Beziehungsweise wenn er gebannet ist? Würde er mich eigentlich auch nicht two-shotten. Also gehen wir in Durant. Rein mit dir, mein Bro. Das machst du. Icicle Crash kommt. Okay, der ist banned. Ist der Element banned? Weil so viel hätte der niemals machen dürfen. Hä? Bin ich jetzt blöd? Das war halt super viel Damage. Wie hat er denn den gemacht? Aber okay, dann werfen wir halt jetzt Durant ab. Das ist okay. Er wechselt sogar nochmal raus. Und wir critten nochmal. Das sind halt einfach so nervige Crits, die mich selber auch immer nerven. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Stomping Tantrum Treffen wieder. Okay, damit sollte das Schicksal eigentlich von ihm besiegelt sein. Weil er wird halt jetzt auf Crash gehen müssen weiterhin. Und Dinner for One... Ah, wobei... Das ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. Wenn er mit Crash nervig flincht, dann ist das nervig. Deshalb T-Wave. Wir treffen unsere T-Wave sehr gut. Wir kriegen sogar noch die Full-Para. Gehen auf Spirit Break. Er besiegt uns. So, und jetzt müssten wir mit Dinner for One schneller sein. Außer ich habe jetzt hier einen kompletten Fehler im Kopf. Gut. Damit haben wir 3-0 gewonnen. Die Crits waren halt für ihn sicher unglaublich nervig. Ich glaube, auf Pelipper hat er jetzt nicht unbedingt gemattert, weil dann wäre halt wieder Shadow Boy gekommen und hätte ihn rausgenommen, weil wir gescarft sind. Der auf dem Rebombi hat wahrscheinlich schon gemattert, weil im Normalfall hätte Rebombi das überlebt und wir hätten ein bisschen mehr angechippt. Er hätte uns ein bisschen mehr angechippt, meine ich damit. Ich denke mal, er wird hier um die 80 sicher in HP mindestens fahren können. Also es war immer noch eine Drittel-Roll. Das möchte ich jetzt gar nicht hier verneinen. Aber ist halt trotzdem nervig für ihn. Und noch irgendwo ein Crit gegen Duraludon. Aber der hat auch nicht gemattert, wenn man davon absieht, dass mein nächster Stomping Tantrum getroffen hat. Also hat er auch keinen Unterschied gemacht. Der einzige Crit, der wirklich gemattert hat, war das gegen Rebombi. Wobei das potenziell auch noch eine Roll sein könnte. Es war auf jeden Fall wichtig, dass wir die T-Waves getroffen haben und die Leech Seeds. Also wäre da eins davon daneben gegangen, hätte das hier doch in die Hose gehen können. Durchaus in die Hose gehen können. Aber ja, ich denke, das war ein solider Kampf. Ich glaube nicht, dass ich ein höheres Ergebnis hätte wirklich rausholen können. Dadurch, dass das der Manitan irgendwie so viel Schaden gemacht hat. Wie hat er gegen... Ich glaube, ich hatte das falsche Durant, ne? Ich habe kein Fragezeichen gesehen. Wie viel KP hatte ich auf meinem Durant? Moment. 96 HP und der hat mir mit... Jetzt bin ich komplett verwirrt. Durant. Used Icicle Crash, 61? Wie hat er so viel... Das interessiert mich jetzt. Wie hat er so viel Damage da rausbekommen? Also der war 100% banned. Potenziell Adamant banned. Weil das ist das Stärkste, was er rausholen kann. Hä? Wie kann das sein? Mein Kalk sagt mir, er kann maximal 39 bis 46... Übersehe ich gerade irgendwas? Grant kam rein. Aber den hatte ich doch davor nie drin gehabt. Wie hat der mir 61% Damage gemacht? Naja gut, das akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob Guerrilla Tactics nicht einbezogen wird oder so. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ist einfach nur so eine Nebensache, die mich jetzt spontan interessiert hätte. Aber naja. Wir stehen jetzt 3-2. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Heißt, wir haben jetzt eine positive Siegesbilanz momentan. Das finde ich sehr schön. Ich überlege gerade, wie viel. Ich glaube, wir haben noch 4 Spieltage. Da kommen tatsächlich noch einige
einige Brocken auf uns zu. Also in dem Matchup, muss ich sagen, habe ich mir auch gute Karten ausgerechnet. Deshalb hatte ich halt Angst vor irgendeiner krassen Strategie oder so. Ja, ich denke, das passt. Wir müssen halt schauen, dass wir jetzt die nächsten... Ich glaube, einen Kampf müssen wir auf jeden Fall noch gewinnen. Ich weiß halt gerade die Tabellensituation nicht, ab wann man in den Playoffs ist und wann nicht. Ich weiß nur, dass relativ viele in die Playoffs kommen. Das sehen wir ja dann alles. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.